Leute, es gibt es nicht. Es gibt es nicht, es gibt es nicht. Wir haben jetzt den 9. Januar. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ich wollte jetzt gerade in meinen YouTube-Kanal. War ich heute noch drin? Kein Problem. Jetzt, dein Profil ist gesperrt, da es anscheinend gegen unsere Spam-Richtlinien verstößt. Mein Profil verstößt. Mein Profil, wo ich meine Sache poste, verstößt gegen den ihre Spam-Richtlinien. Also es fängt jetzt klar, dass Google Plus nun auch anfängt mit mir Terror zu machen. Ja, also Google Plus war bis jetzt, naja, Google schon, ne? YouTube alles, ne? Aber Google Plus bis jetzt nicht. Und jetzt fangen sie mich auch an zu drangsalieren, ja? Ihr Google Plus wurde gesperrt, also ich darf meine Sachen nicht posten, das darum geht's, ja? Und gut, ja, also ich möchte das nur hier aufnehmen, dass jeden Tag, ne, 24 Stunden, 24 Stunden werde ich hier terrorisiert von allen Firmen, die es gibt. Ja, die es gibt, die ich online benutze. Egal welche Firma ich hier online habe, sie machen alle mit. Und wenn ich rausgehe, ist das dasselbe. Alle Leute, egal, jedes Kaffee, egal was ich mache, ja? So. Unerwünschte Werbeinhalten. Ich kann kein Spam senden, denn wenn ich meine Webseiten, da ist keine finanzielle Hintergrund. Also es gibt kein Spam, ja? Also es ist gelogen, so oder so, ja, ich darf auch meine Webseiten posten, ja, in Gruppen, wo ich Mitglied bin, ja. Alle Hinterinhalte, die soll ich jetzt entfernen. Ja, also ja, Drangsalierei jetzt von Google Plus. Das habe ich vorher noch gesagt in meinem Video bei Facebook, wo es um Facebook geht, dass das hier nicht ist. Jetzt ist es hier auch, ja? Also ich kann hier nichts machen. Ich tue ja einfach machen. Die können wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Ja, schauen wir mal. Ich mache einfach weiter. Diese Pissbrüder. Aber ich glaube, in vollem Umfang, wahrscheinlich wurden mir alle Gruppen gesperrt, ne? Das möchte ich aber jetzt, wie gesagt, nur sagen. Und hier ging es eigentlich darum, dass ich ja Bernd Schober, sie beteiligen sich ja alle mit dran. Ne? Die haben mir vor Weihnachten mein Video weggenommen. Da musste ich Gegendarstellung machen. Ja? Und jetzt habe ich es wiederbekommen. Die Arbeit zahlt mir natürlich keiner. Ja, 24 Stunden Terror. Und jetzt möchte ich das natürlich hier posten, damit die Welt sieht, was hier los ist. Ja, die Welt ist gut. Ja, die paar Leute, die es sehen dürfen. So, schauen wir mal. So poste ich immer. Ne? Dein Beitrag wurde nicht geteilt, versuche es noch einmal. Also, es sieht, also ich darf hier nichts mehr machen, ne? Alles klar, das war's. Also Google, ja, ich kann nichts machen. Ich muss jetzt hier, ja, jetzt leite ich es als Profil einreichen, ne? So, darf ich es jetzt posten? Natürlich nicht. Also ich werde, es wird alles dafür getan, dass ich niemandem im Internet irgendwas von meinen Sachen erzählen kann, ja? Keine Chance, ja? Und das in Gruppen. Ich darf das in Gruppen ja posten. Es sind ja Gruppen. Ich poste es einmal in einer Gruppe von den Gruppen, wo ich Mitglied bin. Darf ich ja wohl, oder? Sonst brauche ich nicht im Gruppenmitglied sein.